Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt hat heute eine eigens für das Mädchenfußball-Event Girls Wanted Soccer Festival gestaltete Straßenbahn vorgestellt. Svenja Huth, Nationalspielerin des 1. FFC Frankfurt, durfte das neue Gefährt als erste über das Gelände der VGF steuern. Die Bahn wird in ganz Frankfurt unterwegs sein und soll auf die größte Mädchenfußballveranstaltung Deutschlands aufmerksam machen. Das sind viele aktive Fußballerinnen oder auch ehemalige Fußballerinnen vor Ort, die den Mädels so ein kleines Highlight auch nochmal geben. Die Mädels können uns oder die Person dann auch fragen, Sachen fragen, die sie sonst normalerweise nicht fragen können, weil sie nur auf dem Spielfeld sehen. Von daher ist es auch wirklich eine super Sache, jetzt auch mit der Straßenbahn. Vielleicht wird auch das ein oder andere Mädchen, das noch nichts von Girls Wanted gehört hat, auch jetzt den Spaß am Fußball auch nochmal entdecken. Das Soccer-Festival steigt am 25. Mai an der Frankfurter WM-Arena. Über 600 Teilnehmerinnen zwischen 8 und 16 Jahren werden sich im Stationswettbewerb und in einem Turnier messen. Bundestrainerin Silvia Knight und Weltmeisterin Steffi Jones haben ihr Kommen bereits zugesagt. Das Soccer-Festival ist der Höhepunkt der kostenfreien Girls Wanted-Reihe, bei der jährlich über 2000 Mädchen an 30 Fußballcamps teilnehmen.